So. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag aus der Reihe Wissenschaft für Jedermann. Ich freue mich, dass Sie trotz aller Umstände mit der Corona-Pandemie, dass wir Sie trotzdem begrüßen können. Heute Abend gibt Professor Dr. Thomas Neumann uns einen Einblick, wie man in riesigen Datenmengen zählen kann. Professor Neumann ist seit 2010 an der Technischen Universität München und seit 2017 Inhaber des Lehrstuhls für Data Science and Engineering. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt sind Arbeiten zur effizienten Verarbeitung und Speicherung großer Mengen von Daten mit über 200 internationalen Publikationen. Dies ist ein Bereich, der heutzutage immer wichtiger wird, da die Mengen an Daten, die jedes Jahr generiert werden, rapide steigen. Man hört immer von Machine Learning, künstlicher Intelligenz, aber um den Datenmengen Herr zu werden, braucht man auch eine Speicherung der Daten. Und genau das ist die Arbeit, die Thomas mit uns am Lehrstuhl macht. Und normalerweise bleibt das eher im Hintergrund. Denn eine solide Datenbank, die man zur Speicherung braucht, ermöglicht alle diese Analysen, aber wenn sie funktioniert, sieht man es gar nicht. Das von ihm am Lehrstuhl entwickelte und inzwischen erfolgreich ausgegründete System Hyper ist dabei ein Pionier, Daten in Echtzeit einzulesen und auch direkt in Echtzeit zu analysieren. Das ist insbesondere herausfordernd, da gleichzeitig die Daten geschrieben und ausgewertet werden sollen, ohne dass Konflikte entstehen. Beispielsweise könnte das bedeuten, dass wenn wir einen aktuellen Stau melden können, direkt sehen, was die aktuellen Staus sind, anstelle nur die historischen Daten von gestern zu sehen. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem ESC-Grant und zuletzt in diesem Jahr mit dem Leibniz-Preis. Diese renommierten und hochdatierten Auszeichnungen ermöglichen es ihm und auch uns Mitarbeitern am Lehrstuhl frei zu forschen. Und auch dadurch ist es erst möglich, dass Thomas weiter Zeit findet, selber an den Projekten weiterzuentwickeln. Das aktuelle Projekt Umbra ist ein Datenbanksystem, das schnellen Speicher wie SSDs nutzt, um auch Datenmengen, die größer sind als der Arbeitsspeicher, effizient zu verarbeiten. Bei der Entwicklung dieses Systems und vor allem bei der Optimierung treten immer wieder kleine Probleme auf, die dadurch, dass wir so große Datenmengen anschauen, zu großen Problemen werden. Und Zählen ist genau eines dieser Probleme, das an vielen Stellen auftritt und benötigt wird und klein und einfach erscheint, aber je mehr Daten man zählt, desto schwieriger wird. Zum Beispiel brauchen wir die Anzahl an den Ergebnissen, um vorher zu wissen, wie viel Platz das Ergebnis verbraucht. Ja, demnach gebe ich jetzt weiter an Thomas, der anschaulich die Lösung des Problems beschreibt und auch, wie wir das im Datenbanksystem gelöst haben. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte heute was erzählen über Zählen. Und man sollte ja meinen, dass Zählen ein ganz einfaches Problem ist, weil ich meine, schon kleine Kinder können zählen. Zählen ist wirklich ein ganz anschauliches, einfach zu verständliches Problem. In Wirklichkeit ist Zählen aber erstaunlich schwierig, und zwar dann, wenn man Sachen nicht mehrfach zählen möchte. Ja, also wenn man sozusagen nur die unterschiedlichen Vorkommen von irgendwas zählen möchte, dann ist Zählen plötzlich auf einmal gar nicht mehr so einfach. Und das will man sehr oft. Sehr oft hat man das Problem, dass man irgendwas zählen möchte, und bei diesem Zählen möchte man keine Duplikate mitzählen. Ja, und ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo man das zum Beispiel anschaulich sich vorstellen kann, wo man das will. Beispielsweise, man möchte irgendwie zählen, wie viele Autos fahren durch die Stadt. Ja, da kann man sich natürlich jetzt einfach hinsetzen an der Straßenecke und eine Strichliste machen. Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeikommt, macht man einen Strich. Aber dann hat man das Problem, dass wenn dasselbe Auto mehrmals vorbeikommt, was ja schon passieren kann, dann zählt man es eben mehrfach. Das möchte man aber nicht. Ja, man möchte eben nur die zählen, die überhaupt vorhanden sind. Und dann will man auch vielleicht nicht nur an einem Ort zählen, sondern an vielen Orten in der Stadt. Und wie bekommt man dann die richtige Zählung hin? Vor allem, wenn natürlich dieselben Autos sich frei bewegen können. Und ein anderes Problem, wo so Zählen auftritt, ist zum Beispiel, wenn man zählen möchte, wie viele Besucher eine Webseite hat. Also wenn Sie mit einem Browser auf irgendeine Seite zugreifen und dann sich verschiedene Sachen angucken, möchte der Betreiber der Seite häufig wissen, wie viele Leute denn eigentlich darauf zugegriffen haben. Und das ist in mehrfacher Hinsicht schwierig. Zum einen, weil Sie in allermeisten Fällen nicht nur auf eine Seite zugreifen, sondern auf mehrere, also vom selben Server. Und häufig auch noch diese Seiten intern auf mehrere Rechner verteilt sind. Da ist also nicht ein Rechner, der zählt, sondern ganz viele. Und trotzdem wollen Sie eine richtige Zahl haben. Und natürlich erschwerend kommt hinzu, dass dann Tausende oder sogar Millionen von Leuten darauf zugreifen, also riesige Anzahlen. Und das müssen Sie eben alles hinbekommen. Sie müssen also den korrekten Count bekommen, obwohl Sie potenziell Millionen oder wenn Sie so auf so extrem große Webseiten gehen, sogar Milliarden von Zugriffen haben. Und das
Ohne Duplikate wollen Sie zählen. Oder dann das dritte Beispiel, das ist jetzt mein Bereich. Sie haben Werte in der Datenbank, Sie haben jetzt auch eine große Datenbasis. Und da wollen Sie wissen, wie viele Werte Sie haben. Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwie Personen und gespeichert, auch viele Tausend oder sogar Millionen. Und von denen möchten Sie zum Beispiel wissen, wie viele verschiedene Adressen gibt es denn eigentlich? Oder wie viele verschiedene Nachnamen gibt es denn eigentlich? Und solche Informationen braucht man, um abschätzen zu können, wie lange Operationen dauern und insbesondere auch, wie groß Operationen sind. Also wie viel Platz brauche ich eigentlich, wie viele Ressourcen brauche ich eigentlich. Wenn ich das sinnvoll schätzen kann, kann ich diese Anfragen auf den Daten sehr viel effizienter und schneller beantworten. Also das ist eigentlich die Motivation, die ich habe für das Zählen. Aber der Vorteil heute ist eigentlich egal, was Sie zählen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie irgendwas zählen können, was konkret spielt überhaupt keine Rolle. In dem Vortrag werde ich als anschauliches Beispiel jetzt Autos zählen, weil man das dann besonders schön sieht, wie das funktioniert. Aber im Prinzip können Sie beliebige Sachen zählen. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie aus potenziell sehr großen Mengen zählen und dabei Duplikate nicht mehrmals zählen. Das ist sozusagen mein Problem. So, und die Herausforderung, die man dabei so hat, eins habe ich schon angesprochen, ist eben Duplikate. Also wenn irgendein Objekt mehrfach auftaucht, möchte ich es trotzdem nur einmal zählen. Das könnte man jetzt natürlich sagen, naja, da merke ich mir die halt einfach. Aber das nächste Problem habe ich dann, die Objekte, um die es geht, sind, auch wenn ich auf den Folien jetzt nur so eine Handvoll zeige, Tausende oder Millionen, also riesige Mengen. Und dann ist das mit dem Merken nicht mehr so einfach. Ja, also dann habe ich ein Problem, was Platzverbrauch angeht. Mir die wirklich konkret zu merken, ist platzproblematisch. Und selbst wenn Platz keine Rolle spielen sollte, ist das zweite Problem Verteilung. Ich habe eben nicht nur einen, der zählt, sondern häufig mehrere Leute oder mehrere Computer natürlich. Eigentlich, ich behaupte immer so, das wären Menschen, aber eigentlich sind es natürlich Computer. Ich habe mehrere Computer, die zählen und die müssen die korrekte Zählung hinbekommen. Die sprechen aber nicht die ganze Zeit miteinander. Ja, das ist also ein Problem. Jetzt, wenn ich jetzt von Zählen hier sage, wir reden immer von Zählen im Sinne von, wir wollen Statistiken haben. Wir wollen also ungefähr wissen, wie viel es ist. Also wenn meine Zählung nachher um 2 falsch ist, das ist egal. Ja, ich möchte also eine Zählung haben, die ungefähr richtig ist. Wobei ich schon möchte, dass der Erwartungswert korrekt ist. Also ich möchte jetzt nicht, dass ich irgendeine wilde Schätzung habe. Ich möchte eine Zahl haben, die im Erwartungswert korrekt ist. Wenn die mir 1% daneben liegt oder so, das ist in Ordnung. Aber wenn ich das eben lange noch mache, wer erwarte ich, dass mein Erwartungswert den richtigen Wert liefert. So, und jetzt, um das nochmal zu demonstrieren, mache ich jetzt hier ein konkretes Beispiel. Also wie ich schon sagte, wir tun mal so, als wollten wir Autos zählen. Und dann könnten wir zum Beispiel einfach Sensoren aufstellen. Ich habe jetzt hier so gesagt, ich habe 2 Sensoren und die schauen sich die Autos an und schauen sich das Nummernschild an und zählen halt einfach. Und jetzt sehen wir hier am Anfang, ich habe jetzt hier einen Sensor. Und der sagt eben, ich habe hier ein Nummerschild gesehen und dann erhöhe ich den Zähler um 1 und sage, ich habe jetzt ein Auto gesehen. Okay, das ist natürlich einfach. Dasselbe hier, zweiter Sensor sieht ein Auto, ist auch noch nichts Besonderes. Da kommen noch mehr Autos, wieder ein Auto für den ersten, noch ein Auto für den zweiten. So, jetzt gleich passiert aber etwas und zwar der Sensor 1 sieht wieder ein Auto und jetzt habe ich hier ein Nummerschild, das hatte ich schon mal. Ja, sozusagen dieses Auto ist jetzt irgendwie einmal im Block gefahren oder so. Das heißt, das möchte ich jetzt nicht zählen. Das heißt, meine Zähler soll weiterhin bei 4 bleiben, obwohl ich jetzt 5 Nummernschilder gesehen habe. Ja, das heißt, sozusagen dieses Nummernschild darf ich nicht zählen. Das muss ich also ignorieren. Jetzt kommt noch ein neues Auto, das hatte ich noch nicht. Das geht also der Zähler auf 5 hoch. Dann habe ich noch ein neues Auto, was ich noch nicht hatte. Und jetzt passiert noch was Unangenehmeres. Jetzt kommt ein Auto, das hatte ich tatsächlich schon mal, aber bei einem anderen Sensor. Das heißt, jetzt sieht der Sensor 2 ein Auto. Und das darf der nicht zählen, weil das nämlich bei Sensor 1 schon gewesen ist. Und das ist sozusagen das Problem, was ich lesen möchte. Und ja, wie macht man das jetzt? Also sich alle Kennzeichen zu merken, ist eigentlich keine Option. Ja, aus mehreren Gründen. Einmal das offensichtliche Platzverbrauch. Na, bei Autos geht es vielleicht noch, denn wie viele Autos wird man schon sehen? Vielleicht ein paar 10.000. Das könnte man sich vielleicht noch merken, wobei diese Sensoren auch nicht besonders leistungsfähig sind. Aber jetzt, wenn man um Webseiten geht, das sind also riesige Datenmengen, die will man sich eigentlich nicht speichern. Zweites Problem ist natürlich gerade bei Autos Datenschutz. Also es gibt vielleicht auch Gründe, warum man das explizit nicht speichern möchte. Also Nummernschilder zu speichern, das wäre hochproblematisch, das will man also nicht. Und das dritte Problem haben wir gerade gesehen, Verteilung. Diese Objekte können bei mehreren Sensoren auftauchen und die können unmöglich die Liste von allem, was sie jemals gesehen haben, ständig austauschen. Das geht also nicht. Sie brauchen also irgendein anderes Verfahren. Gut, das ist jetzt das Problem. Jetzt möchte ich über die Lösung sprechen. Jetzt
Eine Folie muss ich jetzt etwas unanschaulicher machen. Vielleicht, ich hoffe, danach kann man es wieder in anschaulichere Gewässer führen. So, und zwar, bevor ich jetzt weitermache, brauche ich eine Technik, die so aus der Informatik kommt, und die nennt sich Hashing. So, was bedeutet Hashing? Also, intuitiv ist es so, wenn wir über Nummernschilder sprechen, da haben wir da ja so Text und Zahlen. Ja, also wir haben Buchstaben und Zahlenfolgen. Und Text ist ganz unangenehm zu verarbeiten. Also für Computer sind Texte viel schwieriger zu verarbeiten als Zahlen. Ja, also wir möchten nicht so gerne auf Texten arbeiten. Wir möchten eigentlich alles mit Zahlen ausdrücken. Und genau das macht eine Hash-Funktion. Das heißt, in der Hash-Funktion, in diesem Fall jetzt für Nummernschilder, aber allgemein brauche ich eine Funktion, eine Hash-Funktion h von x, der tue ich irgendein x rein, also jetzt ein Nummernschild. Und der erzeugt mir dann als Ergebnis eine Zahl fester Länge, zum Beispiel eine 64-Bit-Zahl. Das heißt, wenn ich die als Binärzahlen 0 und 1 darstelle, habe ich die 64 Stellen. Im Dezimalsystem hätte ich die ungefähr 19 Stellen. Und dann, wenn ich so eine Funktion habe, dann weiß ich, wenn ich jetzt zwei Objekte A und B habe und die sind gleich, dann ist auch die Hash-Funktion von A gleich der Hash-Funktion von B. Na, das ist natürlich eine Eigenschaft der Funktion. Jetzt will ich aber, wenn ich so eine Hash-Funktion habe, noch ein bisschen mehr. Ich möchte nämlich, dass diese Hash-Funktion möglichst zufällig ist. Das ist jetzt ein bisschen schwammig ausgedrückt, weil es ist natürlich deterministisch, das ist nicht wirklich zufällig. Was ich meine damit ist, dass die Eingangswerte, die Zahlen, die hinten rauskommen, für die Eingangswerte gleich verteilt sein sollen über der ganzen möglichen Domäne. Also wenn ich 64-Bit habe, möchte ich eben eine 64-Bit-Zahl und jede von denen kann kommen. Die Zahlen sind völlig gleich verteilt und man sieht keine Muster oder sowas. Ja, die sind also schön, streuen die über den ganzen möglichen Wertebereich. Das möchte ich als Eigenschaft haben, also eine schöne Gleichverteilung über alle Werte. Und was man auch möchte ist, ich habe gesagt, wenn zwei Werte gleich sind, ist auch der Wert gleich. Umgekehrt stimmt das streng genommen nicht. Es kann passieren, dass ich zwei unterschiedliche Objekte habe, die denselben Hashwert haben, aber wenn meine Hashfunktion gut ist, passiert das fast nie. Das nennt man eine Kollision, wenn zwei Werte gleichen Hashwert haben. Und wenn meine Hashfunktion gut ist, habe ich fast keine Kollision. Nicht gar keine, aber fast keine Kollision. Darum sind Kollisionen jetzt für meinen Vortrag spielen keine Rolle. Also ich kann davon, so ich tue so, als wäre mein Objekt gleich, also eindeutig beschrieben mit einem Hashwert. So, jetzt, das war jetzt sehr abstrakt gesagt, jetzt, um das mal anschaulich zu machen, definiere ich Ihnen gerade kurz eine anschauliche, aber leider schlechte Hash-Funktion. Aber da kann man sich nicht zumindest vorstellen, wie das so funktionieren könnte. Ich könnte zum Beispiel hingehen und sagen, naja, so ein Nummernschild, ich ignoriere einfach die Buchstaben. Ja, ich gucke einfach nur die Zahl an. Und dann habe ich natürlich mein Nummernschild in eine Zahl überführt. Und da sieht man schon direkt, dass das keine besonders gute Funktion ist. Weil wenn ich jetzt hier habe ich zwei, die kommen auch aus dem Beispiel von vorhin, ich habe zwei Nummernschilder, die haben vorne unterschiedliche Buchstaben, hinten die gleiche Zahl, die würden denselben Hashwert liefern, das wäre nicht gut. Ja, und gleich verteilt ist es auch nicht, ich neige dazu, kleine Zahlen zu kriegen hier und so. Also das ist aber nur so als Anschauung, ich wandle sozusagen mein Nummernschild in eine Zahl um und darauf operiere ich dann weiter. Das benutze ich dann als Grundlage. So, jetzt habe ich gedacht, das ist eine schlechte Funktion. Was ist denn eine gute Funktion? Das muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich nicht so wirklich sagen. Da würde ich länger für brauchen, als dieser Vortrag dauert. Also eine gute Hash-Funktion zu konstruieren, ist eine schwierige Sache. Aber ich kann Ihnen zumindest eine Idee geben, was eine gute Hash-Funktion ist. Eine Möglichkeit, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit, eine brauchbare Hash-Funktion zu erzeugen, ist, Sie nehmen einfach Ihre Eingabe, also in diesem Fall unser Nummernschild, und verschlüsseln das zum Beispiel mit AES. AES ist Advanced Encryption Standard, das ist so ein Kryptografieverfahren. Das ist deswegen interessant, weil das Ihr Prozessor in Hardware kann. Ja, also wenn Sie einen heutigen Prozessor haben, der hat typischerweise Spezialinstruktionen, um AES sehr schnell auszuführen. Das heißt, diese Verschlüsselung geht ganz schnell. Das heißt, wir können also unseren Nummernschild nehmen und wir verschlüsseln das. Die Verschlüsselung ist uns an sich egal, wir brauchen keine Kryptografie, aber das Schöne ist, was da hinten rauskommt, sieht ziemlich aus wie Zufall. Und es ist schnell. Ja, also wir können das schnell machen und was hinten rauskommt, sieht aus wie Zufall. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nämlich, dass die Hash-Funktion schön gleich verteilt über den Wertebereich ist. Also hier ist jetzt das sind übrigens echte Hash-Werte, müssen Sie sich nicht merken, aber nur zur Anschauung. Wenn wir jetzt hier so drei Nummernschilder nehmen und die jetzt hashen, das ist jetzt die Binärdarstellung der Hash-Werte, sehen wir eigentlich überhaupt kein Muster. Ja, das sieht völlig willkürlich aus. Und das ist gut. Genau das wollen wir nämlich. Wir wollen also, dass die Hash-Funktion, die da hinten rauskommt, schön gleich verteilt über alle möglichen Hash-Werte. Ja, also sozusagen aus dieser Ziffernfolge können Sie nicht zurückfolgen irgendwie auf den Originalwert. Der ist einfach willkürlich. Ja, nicht willkürlich, zufällig. Gut, warum haben wir das jetzt gemacht? Warum hashen wir das? Ja, weil wir
mit den Hashwerten und insbesondere mit der Verteilung der Hashwerte was anfangen können. Ja, wir können nämlich diese Verteilung der Hashwerte benutzen. Sie erinnern sich, wir wollen zählen. Wir benutzen diese Verteilung zum Zählen. So, und jetzt ist das, ich habe das versucht, das mal ein bisschen grafisch darzustellen. Hier sehen Sie jetzt verschiedene Nummernschilder von oben nach unten abgezeichnet und ihren jeweiligen Hashwert von 0000, ganz viele Nullen bis ganz viele Einsen. Also einfach den Wertebereich einfach aufgezeichnet. Und jedes Nummernschild ist natürlich jetzt ein Punkt in meinem Bereich. Und weil diese Hash-Funktion gleich verteilt ist, sind diese Punkte im Grunde halt auch gleich verteilt. Ja, ich habe natürlich jetzt nur 9 Punkte, das sind nicht besonders viele, darum sieht man das nicht so schön, aber im Prinzip ist das einfach frei über die ganze Fläche verteilt. So, was heißt das denn, wenn das gleich verteilt ist über die Fläche? Das heißt natürlich insbesondere, dass, wenn ich mir die jetzt angucke, ungefähr die Hälfte der Punkte in der linken Hälfte liegen. Nicht genau, es ist nämlich eine ungerade Anzahl, das heißt, das geht natürlich nicht auf, aber ungefähr die Hälfte meiner Hash-Werte liegt im linken Bereich der Domäne und ungefähr die Hälfte meiner Werte liegt im rechten Bereich. Gut, kann man natürlich sagen, das ist nicht so überraschend, aber das ist auf jeden Fall, können wir beobachten. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, sehen wir natürlich, ungefähr ein Viertel der Werte liegt im ersten Viertel und der Rest liegt natürlich draußen. Und ungefähr ein Achtel der Werte liegt im ersten Achtel. Ja, sozusagen die Anzahl der Werte fällt genauso exponentiell wie die Größe des Bereichs. Gut, das ist jetzt die grafische Anschauung, also um das sich im Bild zu verdeutlichen, wo die Punkte liegen. Wenn man jetzt sich das für den konkreten Hashwert anschaut, sieht das jetzt so aus. Nicht erschrecken, das ist jetzt die Binärrepräsentation von all diesen Hashwerten. Sie werden feststellen, die Hashwerte an sich sind uns eigentlich völlig egal. Das Einzige, was uns interessiert, ist, wie viele Nullen haben die vorne? Das beschreibt nämlich genau die Position auf dieser Achse. Ja, das sind jetzt hier alle Hashwerte für alle Nummernschilder. Wenn ich mir die jetzt anschaue, sehe ich da genauso, jetzt hier blau hervorgehoben, ungefähr die Hälfte der Nummernschilder hat vorne eine führende Null. Das entspricht nämlich, Sie erinnern sich an das Bild, wo wir gesagt haben, die Nullen sind links, die Einsen sind rechts. Das heißt, es ist nämlich genau die linke Hälfte der Werte. Also ungefähr die Hälfte der Werte hat eine führende Null. Nämlich deswegen, weil sie in der linken Hälfte des Wertebereichs liegt. Das ist genau die Eigenschaft. Und jetzt kann man das natürlich genauso weitermachen. Also die Hälfte hat eine führende Null, ungefähr ein Viertel hat 2 führende Nullen und ungefähr ein Achtel hat 3 führende Nullen. Na, sozusagen, wir sehen, dass die Anzahl der führenden Nullen exponentiell fällt. Das heißt, es wird immer unwahrscheinlicher, dass wir führende Nullen sehen. Ja, sozusagen immer weniger Werte, und zwar für jede Null mehr halbiert sich die Anzahl der Werte, die eine führende Null hat. So, das ist die Verteilung der Binärwerte. So, wenn wir jetzt überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, warum haben wir das gemacht? Ja, das bedeutet natürlich, dass wir bei einer bestimmten Anzahl von Werten, jetzt mal ohne Duplikate, also nur eindeutige Werte, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Werte haben, erwarten wir etwas über die führenden Nullen, die wir sehen. Und zwar, wenn wir nur 2 Werte haben, also wir haben nur 2 Werte gesehen, erwarten wir, dass wir einmal eine Zahl gesehen haben mit einer führenden Null und einmal eine Zahl ohne führende Null. Ja, weil es ist ja gleich verteilt. Ich würde also erwarten, dass ich kann natürlich jetzt Pech haben und zweimal eine führende Null sehen und so, aber im Erwartungswert glaube ich, dass bei 2 Werten eine Zahl eine führende Null hat. So, und wenn ich jetzt 4 Werte habe, erwarte ich eben, dass dass 2 dieser Zahlen 2 führende Nullen haben, wieder die Hälfte, und dass eine dieser Zahlen 2 führende Nullen hat. Ja, das ist sozusagen mein Erwartungswert, und das kann ich natürlich immer weitermachen. Das heißt, bei 8 Werten erwarte ich viermal eine führende Null, also mindestens eine führende Null, zweimal 2 führende Nullen und einmal 3 führende Nullen. Ja, und dann am Schluss, Schluss geht nicht immer so weiter, jetzt auf der Folie zum Schluss, bei 16 Werten erwarte ich eben analog 8-mal eine führende Null, 4-mal 2, 2-mal 3, 1-mal 4. Okay, so, und das kann ich natürlich immer weitermachen. So, und was man sich jetzt auch überlegen kann ist, wenn ich jetzt Duplikate habe, ändert das zwar den absoluten Anzahl, ich kann nicht zum Beispiel 50 mal denselben Wert haben, erhöht sich natürlich irgendwie jetzt eine Anzahl da um 50, aber ein Duplikat erzeugt mir ja keine neue Bitfolge. Ja, das heißt, das Duplikat sorgt nicht dafür, dass ich mehr führende Nullen sehe, im Sinne von die maximale Anzahl von führenden Nullen nicht gesehen habe, weil das Duplikat hat ja genau denselben Hashwert wie der Originalwert. Das heißt, wenn ich ja jetzt noch 200 mal dasselbe Objekt sehe, da ändert überhaupt gar nichts an den führenden Nullen, die ich sehe, also an der maximalen Anzahl von führenden Nullen, die ich sehe. Ja, sondern nur der absolute Anzahl geht hoch.
Das heißt, ich kann also aus den Anzahl der führenden Nullen, die ich gesehen habe, kann ich jetzt hochrechnen, wie viele verschiedene Werte ich habe. Ja, das ist nämlich genau diese Idee. Also wenn wir also was zählen wollen, wir wollen dabei Duplikate ignorieren, also wir wissen halt nicht, wie oft auf dem Objekt vorkommt, wir ignorieren das Duplikat, dann machen wir Folgendes. Alle Werte, die wir wollen, alle Beobachtungen, die wir machen, alle hashen wir. Für jeden Hashwert zählen wir die führenden Nullen. So, und wenn ich dann alle Anzahlen von 0 bis k gesehen habe, also ich habe gesehen 0, 1, 2, 3 oder sowas, also ich habe die alle sind vorgekommen, dann schätze ich, dass die Anzahl der Objekte, die es insgesamt gibt, 2 hoch k plus 1 ist. Also sozusagen, wenn ich zum Beispiel die Werte gesehen habe, 0, 1, 2, 3, schätze ich, dass es 2 hoch 4, also 16 verschiedene Werte gibt. Ja, und das würde man nämlich genau erwarten, dass das passiert. Das ist sozusagen ich rechne den Erwartungswert eben rückwärts. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr abstrakt gesagt, da möchte ich das mal konkret vorführen, wie das aussieht. Also im Prinzip macht man sich so eine kleine Strichliste und hakt ab, wie viele führende Nullen man schon gesehen hat. Ja, Sie sehen jetzt hier unten so eine Tabelle, da stehen eben drin, wie viele führende Nullen habe ich gesehen? 0, 1, 2, 3, 4. Und für jedes Objekt hake ich das ab. Das heißt, jetzt kommt das erste Auto vorbei, hier Nummernschild MAB123, ich hashe das, ich sehe, mein Hashwert hat 3 führende Nullen, also mache ich einen Haken bei 3 führende Nullen. So, und da kommt das nächste Auto vorbei, hat 2 führende Nullen, ich mache einen Haken bei 2 führende Nullen. Und das mache ich natürlich so weiter, das nächste Auto hier hat keine führende Null, also mache ich einen Haken bei keine führende Null. Oben sehen Sie, welche Auto wir schon gesehen haben, nur weil dann Sie merken, wenn wir Duplikate haben. Kommt also jetzt das nächste Auto, hat eine führende Null, ich hake es ab. Dann kommt ein Auto, was wir schon mal hatten, das war nämlich das allererste Auto, das hatten wir schon mal. Da passiert natürlich nichts, weil den Haken habe ich schon gesetzt. Dann kommt das Auto, hatte ich auch schon mal, passiert auch nichts. Dann kommt ein Auto, das hatte ich noch nicht. Trotzdem, also sehe ich zwei führende Nullen, den Haken hatte ich aber trotzdem schon gesetzt, also in diesem Fall passiert auch nichts, auch wenn es kein Duplikat ist. Und dann habe ich noch eins, hat keine führende Null, den Haken habe ich auch schon gesetzt. Noch eins mit zwei führenden Nullen, ich kontrolliere mal meine Haken. Und noch eins, jetzt kommt gleich das letzte, Entschuldigung, vorletzte, ich habe mir eins verzählt. Das hatte ich schon mal, aber die Haken habe ich natürlich schon gesetzt. Und jetzt kommt das letzte und damit bin ich fertig. So, und jetzt habe ich sozusagen alles abgehakt immer. Und jetzt möchte ich schätzen, wie viele Autos habe ich denn gesehen? Jetzt sehe ich eben, ich habe alles abgehakt von 0 bis 3. So, und immer mein Erwartungswert sagt jetzt, naja, ich schätze eigentlich jetzt, dass ich 2 hoch 4 verschiedene Werte habe. Ist so ungefähr richtig. Tatsächlich ist nicht richtig, weil die echte Anzahl ist 8. Es gibt 8 verschiedene Werte in diesem Beispiel. Ich schätze jetzt 16. Wir sehen gleich über dieses Problem, meine erste Schätzung, die ich abgebe, ist nur so ungefähr richtig. Aber so ungefähr stimmt es schon mal. Ich bin jetzt ein Faktor 2 daneben. Na gut, bei so einem kleinen Beispiel sieht das 2 schlimm aus. Aber eigentlich will ich natürlich Tausende oder Millionen von Sachen zählen. Und dann ist, wenn ich ein Faktor 2 daneben liege, gar nicht so ganz schlecht. Also so ungefähr kriege ich mit diesem einfachen Verfahren schon raus, wie viele Werte es gibt. Und wie gesagt, wir machen es gleich noch genauer. Aber das ist schon mal das Allereinfachste. Ich hacke einfach immer nur 4 Nullen ab und danach rechne ich das hoch. So, und das Tolle an diesem Verfahren ist, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir merken uns fast nichts. Ich meine, Sie machen eine Strichliste mit maximal 64 Strichen, das ist ja gar nichts. Wir merken uns ungefähr nichts. Wir haben einen winzig kleinen Zustand, ja, und wir haken nur ab, wie viele Nullen wir haben. Und trotzdem können wir zumindest ungefähr zählen, wie viele Objekte es gibt. Egal, also Sie können mir jetzt Millionen von Objekten zeigen und ich kann Ihnen dann nachher so ungefähr sagen, wie viele Werte es gibt, egal wie viele Duplikate mir jetzt Sie gezeigt haben. Ja, ich hacke dir halt einmal immer ab. Es funktioniert für riesig große Listen. Was auch toll ist, die Berechnung ist eigentlich einfach. Also im Prinzip kann man das als Mensch machen. Das Einzige, was wir als Menschen Schwierigkeit haben, wir können nicht so gut hashen. Ja, also das Nummernschild hashen, das werden Sie im Kopf nicht so gut hinkriegen. Aber das sonst führende Nullen zählen und abhaken, das ist total einfach. Ja, das könnte ein Mensch machen. Braucht man gar keinen Computer für. Sie brauchen nur irgendwas, was Ihnen einen vernünftigen Hashwert liefert. Und dieses Zählen jetzt zu verteilen ist einfach, weil im Prinzip können Sie halt einfach diese Strichliste machen und dann, wenn Sie sich mit jemand anders austauschen wollen, dann tauschen Sie nur die Strichliste aus, die ja ganz klein ist, die nur ganz wenig Anträge enthält, die verschicken Sie. Dann macht der Empfänger ein logisches Oder, das heißt, er sagt nämlich, also entweder ich habe 3 führende Nullen gesehen oder der es mir geschickt hat, hat 3 führende Nullen gesehen, also der verodert diese Listen einfach. Und danach kann man sich überlegen, kommt dasselbe raus, als hätte man nur einen Zähler gehabt.
Das verhält sich genau. Also ich kann beliebig viele Zähler haben, die tauschen die Listen aus, machen ein logisches Oder, also jeder hackt einen Haken, wenn irgendeiner es gesehen hat, und danach kriegen sie das Ergebnis so, als hätte es nur einen Zähler gegeben. Ja, das sind also super Eigenschaften. Hat natürlich jetzt auch ein paar Nachteile, muss man zugeben. Erste Problem, was wir gesehen haben, wir können nur Zweierpotenzen schätzen. Ja, weil ich habe gesagt, ich schätze, meine Anzahl ist 2 hoch k plus 1. Das heißt, ich kann natürlich nur schätzen, ich habe irgendwie 1, 2, 4, 8 und so. Ich kann keine andere Zahl zählen. Also wenn es in Wirklichkeit 13 Objekte gibt, dann habe ich ein Problem, das kann ich einfach nicht sagen. Zweites Problem ist, was ist, wenn ich einfach Pech habe? Weil ich setze ja einen Haken, sobald ich die führende Null sehe, könnte ich auch einfach unglücklich laufen mit meinen Zufallszahlen. Und tatsächlich ist das in meinem Beispiel ein bisschen passiert, weil da ist nämlich schon, ich habe da nämlich eine führende Null mehr gesehen, als man eigentlich erwarten würde. Mein Beispiel hat im Grunde eigentlich schon einen schlechten Fall. Na gut, da bin ich halt ein Faktor 2 daneben, aber das kann eben passieren. Und diese Probleme will man eigentlich angehen und die kann man auch lösen, und zwar, indem man nicht eine Liste macht, sondern mehrere Listen. Ja, zum Beispiel könnte man 64 Listen nehmen, das ist immer noch klein. Also 64 Listen kriegen Sie auf dem DIN A4-Blatt. Und die könnten wir immer noch abhaken. Und dann mitteln wir über diese Listen hinweg. Und dadurch können wir nämlich plötzlich auch Zahlen schätzen, die keine Zweipotenzen sind. Also da können wir eben auch andere Zahlen schätzen. Und es wird unheimlich unwahrscheinlich, dass Sie auf allen Listen Pech haben. Auf einer Liste können Sie natürlich mal Pech haben, aber dass alle Listen schlecht raten, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, da kriegt man sehr gute Ergebnisse mit. Auch das möchte ich Ihnen kurz am konkreten Beispiel zeigen, wie das funktioniert. So, ich habe das natürlich, 64 passt nicht auf die Folie, ich zeige Ihnen jetzt nur 4 Listen. Ja, wir mitteln jetzt über 4 Listen. So, jetzt haben wir aber das Problem, wenn wir einfach nur 4 Listen zählen, wir haben ja immer noch die Herausforderung, dass wir Duplikate nicht doppelt zählen dürfen. Ja, wir dürfen also jetzt nicht einfach reihum auf eine Liste eintragen. Wir müssen dafür sorgen, dass Duplikate immer nur einfach gezählt werden. Und das erreichen wir, indem wir die Liste nicht beliebig auswählen, die wir aktualisieren, sondern indem wir jetzt etwas von dem Hashwert nehmen, den wir bisher nicht benutzt haben, nämlich das andere Ende. Also bisher haben wir das linke Ende angeschaut und zählen wie viele Nullen. Jetzt nehmen wir das rechte Ende und gucken uns jetzt in diesem Fall die letzten 2 Bits an, weil ich habe nur 4 Listen, das heißt, mir reichen 2 Bits, um 4 Listen zu beschreiben. Wenn Sie mehr Listen haben, nehmen Sie natürlich mehr Bits. Aber Sie nehmen halt so viele Bits von rechts, wie Sie brauchen, um Ihre Listen zu beschreiben. Bei mir reichen eben jetzt 2 Bits. Und damit kann ich meine 4 Listen beschreiben. Und Sie sehen hier, an diese 4 Listen habe ich auch gesagt, wenn die letzten 2 Bits so aussehen, nehmen Sie ja die jeweilige Liste. Also beim ersten Auto sehen wir, die letzten 2 Bits sind 0, 0. Ich habe 3 führende Nullen, also setze ich hier den Haken bei 3 führende Nullen in der Liste 0, 0. Ja, und das mache ich jetzt so durch für alle Autos. Nächstes Auto hat halt hinten 1, 1. 2 führende Nullen, setze ich den entsprechenden Haken bei 2 führende Nullen in der 1, 1er Liste. Dann, ich habe Liste 01, keine führende Null, ich setze den Eintrag, der hier hat eine führende Null, Liste 01, ich setze es entsprechend. Und das Auto hatte ich schon mal, ja, das heißt, hier übersehen wir wieder, ich komme wieder in derselben Liste raus, das heißt, ich sehe die Liste 00, 3 führende Nullen, passiert nichts, ist schon gesetzt. Und das nächste hier, 01 hinten, ich habe keine führende Null und ich setze das entsprechend. Dann hier Liste 01, 2 führende Nullen, ich setze den Haken. Und Liste 00, keine führende Null, ich setze auch hier den Haken. Und Liste 01, 2 führende Nullen, ich setze den Haken. Langsam müsste ich eigentlich gleich durch sein. 1, 0 hinten, keine führende Null, da kommt jetzt ein neuer Haken, den hatte ich noch nicht. Und das Auto hatte ich schon mal, passiert wieder nichts. Und jetzt ist das letzte Auto, Liste 00, keine führende Null. So, damit bin ich jetzt fertig, genau wie vorher. Ich habe jetzt nur nicht eine Liste gepflegt, sondern ich habe jetzt 4 Listen. So, jetzt muss ich ja überlegen, wie komme ich jetzt von diesen 4 Listen zu einem Ergebnis? Im Prinzip mache ich genau dasselbe wie vorher. Ich zähle, vorher haben wir uns überlegt, wie viele zusammenhängende Nullen habe ich gesehen. Also ich will eben die Anzahl von Nullen von 0 bis k haben und da so hoch zähle ich eben. Jetzt zähle ich also hier, wie viele Häkchen habe ich von hinten gesetzt. Ich sehe jetzt, in der ersten Liste habe ich einen Haken gesetzt. Okay, in der zweiten Liste habe ich übrigens, den hier oben ignoriere ich absichtlich, weil, sage ich, das ist ein Ausreißer. Also das hat mir sozusagen die Zufallszahl, habe ich eben zufällig Pech gehabt, den ignoriere ich deswegen, weil ich
die Wahrscheinlichkeit verdoppelt sich ja immer, dass ich kürzere Nullenfolgen sehe. Ja, sozusagen, die werden immer doppelt so wahrscheinlich. Das heißt, wenn das stimmen würde, wenn ich das berücksichtigen müsste, müsste ich diese alle auch gesehen haben. Habe ich aber nicht. Deswegen zähle ich nur die durch, die von hinten durchgängig sind. Also in der ersten Liste habe ich eben einen gesehen von hinten. In der zweiten Liste habe ich drei gesehen. In der dritten Liste habe ich wieder einen gesehen. In der letzten Liste habe ich keinen gesehen. So, jetzt mittel ich das. Ich sage eben 1 plus 3 plus 1 plus 0 ist 5 durch 4. Das heißt, ich sage also, die durchschnittliche Länge, die ich gesehen habe, ist 5 Viertel. Und darum schätze ich jetzt als Anzahl im Prinzip 2 hoch 5 Viertel, so ist genau das, was wir vorher gemacht haben, nur eben jetzt mit der mittleren Länge statt mit der einfachen Länge, die ich habe. So, jetzt muss ich allerdings mir noch überlegen, dass jede Liste natürlich nur ein Viertel der Werte gesehen hat. Weil ich verteile jeden Wert ja auf eine Liste auf. Das heißt, jede Liste sieht nur ein Viertel der Werte. Also muss ich meine Schätzung noch mit 4 multiplizieren. Also 4 mal 2 hoch 5 Viertel. Und das ist in diesem Fall 9,51. Und das ist schon ziemlich nah dran an der echten Lösung. Also die echte Antwort ist 8. Hier mit dem wir jetzt 4 Listen genommen haben, schätzen wir eben 9,5. Das ist schon ziemlich nah dran. Und man kann halt zeigen, je mehr Listen ich nehme, desto genauer ist das Ergebnis. Ja, und um das nur konkret zu machen, wenn ich 64 Listen nehme, was eine ziemlich attraktive Größe ist, die kann man ganz gut verwalten, auch im Computer gut abspeichern. Wenn ich 64 Listen nehme, erwarte ich, dass mein Fehler, der da hinten rauskommt, kleiner als 10% ist. Also ich erwarte sozusagen sehr, sehr genau zu sein mit einem absolut winzig kleinen, kleinen Liste. Und dieses Verfahren hier ist erfunden übrigens von Flageolet und Martin. Die haben als Erste erkannt eigentlich, dass man zählen kann, indem man statistische Aussagen über die Verteilung von Hashwerten macht. Also indem man sozusagen Hashwerte beobachtet und über statistische Aussagen dann hochrechnet, wie viele Werte muss es denn gegeben haben, damit ich diese Beobachtung mache. Und das war ein absolut tolles Ergebnis, das war ein wirklicher Durchbruch, der das ermöglicht hat. Da könnte man plötzlich auf einmal mit einem relativ kleinen Zustand und auch Zustand fester Größe, Sie müssen sich überlegen, wir merken uns halt 64 Listen, völlig egal, wie groß die Eingabe ist. Okay, nicht völlig egal, sobald Sie mehr als 260 oder so Eingaben haben, dann haben Sie ein Problem, aber das sind gigantisch große Zahlen. Also für alle praktischen Zwecke können Sie mit 64 Listen praktisch alles zählen, was jemals bei Ihnen vorbeikommen wird. Und das mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Ja, also wie gesagt, wir könnten da Milliarden von Sachen zählen und trotzdem würden wir sehr mit Duplikaten, wir würden trotzdem sehr genau rausbekommen, wie viele Werte das eigentlich sind, ohne Duplikate. So, und wie gesagt, das war die erste Arbeit und das war ein absoluter Durchbruch, aber man kann sich natürlich noch fragen, geht es noch besser? Und die Antwort ist natürlich voraussichtlich ja, sonst würde ich nicht darüber sprechen. Ja, man kann sich überlegen, könnte man dieses Zählen noch kleiner machen? Ja, also könnte ich mir noch weniger merken und trotzdem dasselbe Ergebnis rausbekommen. Und auch das geht. Ja, das war auch der Herr Flageolet selbst, der das gemacht hat. Und der hat gesagt, statt mir jetzt diese Strichliste zu machen, wo ich mal abhake, also ich habe keine führende Null gesehen, ich habe eine führende Null gesehen, 2, 3, 4, also statt das abzuhaken, kann ich mir stattdessen einfach nur merken, was ist die maximale Anzahl von führenden Nullen, die ich jemals gesehen habe auf dieser Liste. Ja, also in unserem Beispiel würde man also durchgehen und sich immer nur das linkeste Häkchen merken. Wir würden also nur merken, was ist das Maximum, was wir haben. So, und dieses Maximum, was da rauskommen kann, ist ziemlich klein. Weil wenn meine Hash-Funktion 64 Bit hat, ist das die maximale Anzahl von führenden Nullen, die ich sehen kann, natürlich 64. Größer kann der Wert nicht sein. Ich habe also eine kleine Zahl zwischen 0 und 64, die ich mir merken muss. Und auch das merke ich mir eben in 64 Listen im Prinzip genauso. Ich kann mir also zum Beispiel 64 Zahlen merken und jede dieser Zahlen ist klein. Ja? Und auch da kann man dann hochrechnen auf die Gesamtanzahl. Und es geht im Prinzip genauso. Das heißt, ich berechne jetzt das Mittel über alle Zahlen, die ich gesehen habe und rechne dann 2 hoch das Mittel und dann multipliziere ich es mit n und da kommt eben raus, wie viele Werte ich habe. Ich sage jetzt im Prinzip, weil hier habe ich ein bisschen geschummelt, die Mathematik ist an dieser Stelle leider ziemlich kompliziert. Das ist nicht so einfach, was man da macht. Also erstens müssen Sie dann ein harmonisches Mittel nehmen und dann haben Sie noch ein Problem, wenn die Zahlen zu klein sind. Also das wird mathematisch ein bisschen anspruchsvoller, das konnte ich jetzt nicht so darstellen, aber das ist die Idee.
Ja, und wenn Sie das interessiert, wenn Sie genau wissen wollen, wie das funktioniert, dann schauen Sie mal nach Hyperlock-Lock-Schätzer, so heißt dieser Schätzer. Also der, da können Sie sich das anschauen und da können Sie auch die Mathematik finden, wie man das dann, also das Hauptproblem ist eigentlich nur von diesen Zahlen auf die Schätzung zu kommen. Der Rest ist einfach. Ja, nur diese, wie man eben das hochrechnet nach auf die korrekte Zahl, das ist leider nicht ganz so einfach. Und aber das, dieser Schätzer ist absolut super, weil Sie können sich jetzt mit 64 kleinen Zahlen können Sie jetzt gigantisch große Sachen zählen. Ohne Duplikate. Ja, also wie gesagt, Sie zeigen mir 100 Millionen verschiedene Nummernschilder. Ich merke mir 64 kleine Zahlen. Das ist so wenig, das können Sie auf eine Postkarte schreiben. Ja, so kleine Zahlen muss ich mir nur merken. Und danach kann ich Ihnen sagen, wie viele verschiedene Nummernschilder das waren. Und mit einer Genauigkeit so in der Größenordnung von 12%. Und je mehr, desto genauer. Ich kann die Genauigkeit erhöhen, muss ich mir natürlich mehr merken. Aber wenn ich mir nur 64 Zahlen merke, komme ich ungefähr auf 12%. Und das ist natürlich ein super Ergebnis. Und auch das kann man leicht verteilen. Ja, weil wir merken uns ja das Maximum. Das heißt, wir können jemand anders diese Liste mit Zahlen schicken, der bestimmt das Maximum der Zahlen. Also entweder er hat die größte Zahl gesehen oder die andere Liste. Wir nehmen das größere von den beiden und danach rechnen wir genauso. Also wir können also diese Zähler vereinigen. So, und das zu dem Hyperlock-Lock-Schätzer. Jetzt kann man doch fragen, kann man das noch verbessern? Weiß ich nicht, vielleicht kann man es auch verbessern. Es hat noch keiner einen besseren gefunden, sage ich mal. Also wenn es nur auf Güte pro Platz geht, ist das ungefähr das Beste, was man zurzeit machen kann. Aber man kann natürlich fragen, kann man noch mehr Funktionalität zur Verfügung stellen? Und das ist etwas, mit dem habe ich mich beschäftigt. Und zwar diese Frage hier, kann ich auch Objekte wieder vergessen? Ja, und das ist ein Problem, was wir im Datenbankbereich haben, das, wo ich dann arbeite, und zwar einfach, weil Objekte wieder gelöscht werden. Ja, da werden Sachen angelegt und irgendjemand löscht die nachher wieder. Jetzt muss ich ja meinen Zähler wieder, runterkriegen. Aber wie soll ich das vergessen? Wenn ich einfach nur abhake, wie viele führende Nullen habe ich gesehen, da kann ich das nicht leicht wieder rückgängig machen. Ja, ich habe die mal gesehen, wenn jetzt einer ein Objekt löscht, ich kann zwar sehen, wie viele führende Nullen der hat, das kann ich, aber ich weiß ja nicht, ob das der einzige war. Ja, ob das mehrere waren. Ja, das ist sozusagen, vergessen ist nicht so einfach. Aber auch das kann man in den Griff bekommen, und zwar, indem man jetzt hingeht und nicht einfach nur eine Strichliste macht, also sich sozusagen merkt, wie viele führende Nullen habe ich gesehen, sondern ich merke mir, wie oft habe ich zum Beispiel 5 führende Nullen gesehen. Ja, und wenn ich jetzt ein neues Auto auftaucht, ich zähle den wieder, ich sehe, aha, es hat 5 führende Nullen, erhöhe ich den Anteil um 1. Wenn ich jetzt viel später das wieder löschen will, dann zähle ich den wieder und dekrementiere den Zähler wieder um 1. Also sozusagen, ich zähle, wie oft ich führende Nullen gesehen habe. Damit weiß ich auch, wenn das letzte Auto verschwunden ist, was so und so viele führende Nullen hat. Ja, ansonsten geht die Schätzung analog. Das heißt, sozusagen, wo wir früher einen Haken gesetzt haben, ich habe das Objekt gesehen, heißt jetzt eben, mein Zähler ist größer 0. Ich schaue einfach, ob es noch Objekte gibt, die diese Anzahl von führenden Nullen haben. Ansonsten funktioniert die Schätzung genauso. Wenn Sie das so machen, dann können Sie Zählen mit löschen. Das ist schon mal gut. Das nicht ganz so Gute daran ist, dadurch ist mein Zähler jetzt schon ein bisschen größer geworden. Ja, einmal statt so einer Strichliste habe ich jetzt einen Zähler. Ja, und Sie erinnern sich, wir wollen ja hier Millionen von Objekten zählen. Das heißt, die Zähler selbst können auch relativ groß werden. Ja, weil wenn ich 100 Millionen Werte einfüge und zum Beispiel 100 Millionen haben alle, ich habe 100 Millionen mal denselben Wert, was ja sein kann, dann wird es auf jeden Fall einen Zähler geben, der Wert 100 Millionen hat. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Dadurch wächst eben das, was ich mir merken muss. Und ist jetzt nicht unvorstellbar groß, aber es ist eben doch, hat eine gewisse Größe. So kann man sich jetzt überlegen, kann man auch das irgendwie kleiner kriegen? Und auch da ist die Antwort ja, sonst würde ich darüber nicht drüber sprechen. Und zwar kann man sich jetzt überlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine bestimmte Anzahl von führenden Nullen sehe, wird ja immer kleiner. Ja, also ich habe doppelt so viele Objekte, ich habe halb so viele Objekte mit 2 führenden Nullen wie 1 führende Null, ich habe halb so viele Objekte mit 3 führenden Nullen wie 2 und so. Sozusagen die Zähler werden immer kleiner. Also je mehr führende Nullen habe, desto kleiner wird der Zähler im Erwartungswert. Also ich erwarte immer kleinere Werte. So, und gleichzeitig sind die großen führenden Nullen natürlich die wichtigsten, weil die bestimmen nachher meine Schätzung.
Wie viele Objekte ich habe, die keine 4 und 0 hat, das ist mir eigentlich weitgehend egal. Da geht es eh nur um die Frage zwischen 0, zwischen 1 und 2. Das ist nicht besonders wichtig. Aber wie viele Objekte jetzt 5 4 und 0 haben oder noch mehr 4 und 0, das ist interessant. Umgekehrt wird das ganz selten sein. Das sind Objekte, die klein sind. So, und diese Beobachtung führt zum probabilistischen Zählen. So, was heißt das? Wir fangen erstmal an, exakt zu zählen. So, wir zählen zum Beispiel die Anzahl, wir sehen gesagt, 5, 4 und 0 zählen wir exakt, bis wir zum Beispiel 128 gesehen haben. Warum 128? Ja, Sie können es vielleicht schon ahnen, weil in einem Byte, also die kleinste adressierbare Einheit in Ihrem Computerspeicher, können wir Zahlen bis 256 speichern. Das heißt, wir können also wir wollen nämlich nur einen Byte opfern für den Zähler. Das heißt, wir zählen bis 128 exakt. So, und danach fangen wir an und zählen probabilistisch. Das heißt, wenn jetzt ein Wert dazukommt, werfen wir eine Münze und in der Hälfte der Fälle machen wir gar nichts und in der Hälfte der Fälle erhöhen wir um 1. Das heißt nämlich, wir repräsentieren einen Zähler zwischen 129 und 130 durch einen möglichen Zustand. Und danach, wenn wir einen hochgezählt haben, werfen wir wieder bei dem nächsten ankommenden Objekt wieder eine Münze und wir erhöhen es nur in einem Viertel der Fälle. Ja, sozusagen, wir verdoppeln immer die Anzahl der Objekte, die wir haben, machen das eben immer unwahrscheinlicher, dass wir hochzählen. Wenn wir das erhöht haben sollten, werfen wir beim nächsten wieder eine Münze und machen das eben nur einmal am Achtel der Fälle. Sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hochzählen, fällt exponentiell. Und dadurch werden die Zähler, die wir haben, ganz klein. Ja, also am Anfang zählen wir noch exakt, aber nachher zählen wir immer ungenauer und machen es eben probabilistisch. Und das machen wir vor allem deswegen, weil es höchstwahrscheinlich sowieso keine Rolle spielt. Ja, weil nur die kleinen Zahlen sind die wirklich entscheidend sind für die Schätzung. Umgekehrt muss man sagen, obwohl ich jetzt sage, die sind ungenau, im Erwartungswert sind die korrekt, die probabilistischen Zähler. Ja, wir werfen eine Münze, wenn wir ankommt, zum Erhöhen. Und beim Löschen machen wir es umgekehrte. Das heißt, wenn einer jetzt löscht, gucken wir an, wie groß ist die Klasse, in der er gerade liegt. Die kleinen Zahlen sind exakt und die großen Zahlen werfen wir immer eine Münze. Und mit der Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Zahl der kleinste Zahl in dieser Klasse ist, gehen wir in die nächst kleinere Klasse wieder runter. Ja, und durch diesen Trick können wir mit nur einem Byte unglaublich weit zählen. Also riesige Zahlen können wir repräsentieren damit und sind im Erwartungswert exakt. Und bei kleinen Zahlen sind wir sowieso exakt. Und da die kleinen Zahlen die sind, worauf es ankommt, typischerweise, können wir damit also einfügen und löschen mit einem kleinen Zustand. Also das ist jetzt ein Ausblick, womit ich mich beschäftigt habe. Also konkret diese Variante des Zählens haben wir entwickelt, um damit in Datenbanken große Sachen zählen zu können mit einfügen und löschen. So, zusammenfassend, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen zeigen. Also zählen ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Also unglaublich oft haben wir das Problem, dass wir was zählen wollen. Wir wollen ungefähr wissen, wie viele Objekte wir haben. Und wir wollen das wissen ohne Duplikate. Ja, das ist also unsere Grundvoraussetzung. Ich habe das jetzt hier mit Autos durchgezogen, aber wie gesagt, was Sie zählen, spielt keine Rolle. Sie können irgendwas zählen. Solange Sie das irgendwas mit einer Hashfunktion beschreiben können, können Sie das alles zählen. Und der Durchbruch bei diesem, also dass man zählen kann, ohne sich so viel zu merken, bestand eben darin, dass man erkannt hat, dass man die statistische Verteilung der Hashwerte ausnutzen kann. Man kann eben sagen, was erwarte ich, wie meine Verteilung ist, gegeben an einer bestimmten Anzahl von Werten. Und dann kann ich Rückschlüsse machen, wie viele Werte müsste ich denn eigentlich haben. Es wurde halt im Laufe der Zeit immer weiter verbessert. Also Hyperlock-Lock-Schätzer sind im Moment so das Genaueste, was man so kennt. Und die sind super klein und liefern sehr, 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 sehr gute Ergebnisse. Es gibt jetzt noch viele andere interessante Fragestellungen. Kann ich jetzt heute nicht auf eingehen. Ich wollte es nur mal kurz anreißen, was man sonst so interessieren könnte. Zum Beispiel wollen Sie vielleicht auch wissen, nicht nur, wie viele Werte es gibt, sondern wie sehen die denn typischerweise so aus? Ja, was sind das 25%-Quantil oder der Median oder so? Also was sind so Werte, die man sonst so hat? Auch das ist interessant für Datenbanksysteme, weil man dann schätzen kann, okay, was wird denn da rauskommen, wenn jetzt der Benutzer sagt, gib mir mal alle Werte, die kleiner sind als 50 oder so, also im Wertebereich, was erwarte ich denn dann im Ergebnis? Und auch für sowas gibt es Schätzer. Also dieses Schätzen von Werten auf unglaublich großen Datenbasis ist ganz wichtig, um sinnvoll Anfragen auf solchen Mengen zu stellen. Und auch da gilt immer, wirklich merken können wir uns das nicht, weil die Datenmenge zu groß ist. Wir brauchen also approximative Verfahren, die mir da genaue Ergebnisse liefern, ohne mir einen riesigen Zustand zu merken. Okay, vielen Dank. Ich,
Kommen wir mal mit den Fragen. Ich glaube, ich habe das Mikro gerade verloren. Es gab Fragen, okay. Ich gehe mal sicherheitshalber ein bisschen zur Seite. So. Die erste Frage war eine sehr allgemeine Frage. Welche Programmiersprache benutzen wir denn? Ich meine, das, was ich heute gesagt habe, hat alles nichts mit Programmiersprachen zu tun. Aber Praxis, das ist natürlich so, wir programmieren eigentlich alles in C++, weil wir halt wir legen halt sehr viel Wert auf hohe Geschwindigkeit und es ist eine relativ systemnahe Programmierung. Da ist C++ natürlich eine sehr gut geeignete Programmiersprache für. Aber eigentlich das, was ich gesagt habe, war alles Theorie heute, das spielt ja keine Rolle. Das kann man in jeder Sprache umsetzen. Eine weitere Frage war, ob bei der Zählung immer nur ein Hash-Verfahren benutzt wird. Warum man nur ein Hash-Verfahren benutzt? Ob immer nur eines benutzt wird. Es wird immer nur eins benutzt und es gibt natürlich mehrere Gründe, warum man das macht. Also eins ist natürlich Geschwindigkeit, weil wenn ich, also umgekehrt, nur ein Hash-Verfahren zu benutzen, ist schwieriger, weil das setzt voraus, dass meine Hash-Funktion gut ist. Insbesondere, habe ich jetzt nicht so drauf eingegangen, ich verlange, dass jedes einzelne Bit zufällig und gleich verteilt ist. Das ist eine viel stärkere Forderung, als dass das gesamte Ding gleich verteilt ist. Also ich brauche also eine Hash-Funktion, die sehr gute statistische Eigenschaften hat. Macht es natürlich schwieriger, die Hash-Funktion zu finden, aber umgekehrt ist Geschwindigkeit halt unglaublich wichtig, wenn ich da Millionen von Objekte durchziehe. Ich möchte also, dass ich pro Objekt nur so ein paar Zyklen verbrauche und deswegen benutzen wir eben eine schnelle, gute Hash-Funktion. Also die ist natürlich nicht ganz so schnell wie eine nicht ganz so gute, aber eine, die also sehr gute Qualität mit vernünftiger Laufzeit liefert. Ja. Ich glaube, dann ist die Frage hoffentlich auch beantwortet. Und die letzte Frage hier im Chat war, kann jemand diese Zählmethode austricksen, indem nicht probabilistische Listen präsentiert werden? Also diese Zählmethode könnte man theoretisch austricksen, wenn man weiß, wie die Hash-Funktion funktioniert. Weil ich kann ja im Prinzip die, also meine Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Hash-Funktion zufällig und gleich verteilt ist. Wenn ich jetzt weiß, wie die Funktion ist, könnte ich natürlich versuchen, die anzugreifen. Ich versuche also Werte einzufügen, die gezielt nicht gleich verteilt sind. Ich kann das ja im Prinzip nur durch Brute Force ausprobieren. Ich generiere also Millionen von Werten, bis ich genug gefunden habe, die eben beieinander liegen. Aber das kann man beheben, das Problem, indem man, also wie gesagt, ich habe da jetzt nicht drauf eingegangen, aber so eine Hash-Funktion hat typischerweise ein Seed. Und ich kann diesen Seed zufällig wählen und ich verrate ihm keinen. Ich habe also ein Geheimnis, sozusagen, wenn ich den AES als Hash benutze, der hat ja einen Schlüssel und ich kann diesen Schlüssel eben zufällig wählen und geheim halten. Ich sage dem niemanden und dann kann auch keiner meine Hash-Funktion angreifen, weil er weiß halt einfach nicht, wie die Hash-Funktion funktioniert. Und damit kann man es nicht angreifen. Ja. So, kam gerade noch eine praktische Frage. Könnte man das Verfahren auch einsetzen, um zum Beispiel die Anzahl einer Teilnehmer einer Demonstration abzuschätzen? Ich glaube, im echten Leben. Also abstrakt, ja, konkret würde ich eher sagen, nein. Das Problem ist nämlich, was man braucht, ist, ich muss ja irgendeine Zeichenfolge haben, die den Teilnehmer exakt beschreibt, sozusagen. Ja, ja und das ist jetzt beim Foto von Menschen nicht so, beim Auto so einfach, so mein Schild. Ich bräuchte sozusagen eine eindeutige Signatur. Das ist, glaube ich, bei einem Foto von der Demonstration nicht so einfach. Tatsächlich gibt es da andere interessante Fragen, wie man sowas macht. Also zum Beispiel, wenn man, was Leute machen, die Vögel zählen wollen. Mhm. Die haben nicht auch so ein Problem. Vögel kann man so schlecht auseinanderhalten. Und was die normalerweise machen, ist, gut, Demonstration auch nicht so gerne gesehen, aber die fangen so eine Handvoll Vögel, dann machen die einen Ring an den Vogel und lassen die wieder frei. Und dann nach einer Weile fangen die wieder Vögel und gucken jetzt, wie viele von denen einen Ring haben. Da kann man nämlich auch hochrechnen, was man denn erwartet, wie viele Vögel es insgesamt so gibt. Ja, also es gibt also noch andere statistische Verfahren zur Schätzung. Wie gesagt, Ring ist bei Demonstration vielleicht. Ja, aber ich wollte nur sagen, ja. Also das praktisch scheitert es da an der Hash-Signatur. Man bräuchte zum Beispiel die Nummer des Personalausweises. Ja, das würde funktionieren. Kriegt man aber auch Demonstrationen auch eher selten. Ja, das wird dann eher schwierig. Ja. Ja. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Können Sie Muster erkennen, indem Sie Untermengen vergleichen? Ich weiß gerade nicht genau, wie die Frage gemeint ist. Vielleicht kann der Nutzer das noch mal ein bisschen präzisieren. Das weiß ich nicht genau, wie diese Frage gemeint ist. Also falls die darauf abziehen sollte, auf Untermengen von meinen Hash-Werten, wenn die Hash-Funktion gut ist, sollte die eben keine Muster haben. Ja, sondern jede Teilmenge sollte statistisch unabhängig sein. Ja, also, wir reden ja gerade immer über gute Hash-Funktionen.
was wäre denn so eine ganz kurze Zusammenfassung, was die gute Hash-Funktion ausmacht? Ja, also was die ausmacht, ist einfach. Wie die funktioniert, das kann ich nicht so einfach sagen. Ja. Ja, gute Eigenschaft ist eben Gleichverteilung, Unabhängigkeit und vor allem, dass ich, wenn ich, ich darf, also, was ich auf gar keinen Fall haben darf, ist sowas wie eine lineare Abhängigkeit zwischen Eingabewerten und Ausgabewerten, was man bei einfachen Hash-Funktionen kriegt. Also die mal so in einer Anfängervorlesung unterrichtet wird, die sind alle schlecht. Ja, da braucht man also, die muss sehr viel stärkere statistische Eigenschaften haben als sowas. Ja, das ist auch, was man eher nicht selber implementiert, sondern... Da sollte man lieber mal nachschauen, was man so... Also wenn man so gar keine Idee hat, kann man zum Beispiel suchen nach XXH3 oder so. Das ist ein ganz, ganz vernünftiges Hash-Verfahren. Das kann man eben... Oder es gibt auch andere Verfahren. Da kann man sich ein bisschen umschauen, aber das will man nicht selbst erfinden. Ja. Da kam gerade noch die... Weiter bei der Frage, die wir vorhin hatten. Zum Beispiel, wenn wir Zahlen zählen, suchen Primzahlen und deren Verteilung. Ob sich da Muster erkennen lassen mit den Untermengen. Diese Frage gebe ich lieber an den Zahlentheoretiker weiter. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich da... also Aussagen über die Primzahlverteilung, da traue ich mich nicht so was Sinnvolles zu sagen. Ja. Das ist nicht mein Hauptgebiet. Ja. Gut, sonst hätte ich noch die kurze Frage, oder wahrscheinlich wird die ein bisschen länger. Kann man das dann noch besser schätzen, wenn man zum Beispiel mehr Platz sich einräumen würde oder welche alternativen Methoden gäbe es? Ah ja, doch, das Problem wird beliebig genau, je mehr Platz ich nehme. Ja, also man kann zeigen, die Genauigkeit von Hyperlog-Log ist ungefähr 1,08 geteilt durch Wurzelanzahl der Listen, das, was genau bei 64 Listen auf 1,08 durch 8, also ungefähr 12% rausläuft. Das heißt, je mehr Listen ich auf das Problem draufschmeiße, desto genauer kriege ich das Ergebnis. Ja, also die Genauigkeit, das hat einen ganz klaren Platz-Genauigkeit-Trade-off. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist selten, dass man so eine hohe Genauigkeit braucht. Also entweder ich muss es wirklich exakt wissen, aber dann hilft nichts, dann muss ich mir alles merken. Wenn ich mit einer statistischen Schätzung zufrieden bin, dann ist meistens 10% gut genug oder vielleicht 1%, aber mehr braucht, also ich wüsste jetzt nicht, wozu man noch höhere Genauigkeit bräuchte, wenn überhaupt approximativ okay ist. Ja, wir verwenden das ja auch im Datenbanksystem. Gab es da mal Probleme, wo der Schätzer schlecht lief oder wo wir... Oh ja. Ja. Also diese Schätzungen haben alle hohe praktische Relevanz, weil wenn man da schlecht schätzt und zum Anfang haben wir oder manchmal haben wir schlecht geschätzt, dann macht da plötzlich das Datensystem ganz suboptimale Ausführungen, die dann 10-mal so lange dauern, wie wenn man das richtig schätzen würde. Also es gibt einen Grund, warum man da so viel Mühe drauf verwendet, weil das riesige Auswirkungen auf die Laufzeit hat. Ja. Okay, dann würde ich für heute abkündigen und ich würde gerne noch den nächsten Vortrag ankündigen. Der ist am 13. Januar und ich habe leider gerade den Zettel hier. Der nächste Vortrag, der ist am 13. Januar, ein Mittwoch. Das ist auf der Suche nach dem Atom des Lebens von Frau Professor Dr. Petra Schwelle. Und dann würde ich gerne Ihnen noch schöne Weihnachten wünschen und besinnliche Tage und dann, ja, hoffentlich im nächsten Jahr begrüßen wir Sie dann zum nächsten Vortrag. Danke.